Hallihallo und herzlich willkommen zurück in der Tiefsee. Auf Deep Draft 2. Ja, nachdem ich jetzt, ich habe diese Mission schon mal versucht aufzunehmen. Ich bin allerdings miserabel gescheitert, aufgrund der Tatsache, dass ich, obwohl meine Motoren, also meine Motoren alles aus waren, Mission heißt Schleichfahrt, man muss tatsächlich diesmal schleichen, bin ich immer entdeckt worden. Ich habe keinen Plan warum. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Aber weil ich euch 10 Minuten kompletten Fails und immer wieder die gleiche Mission anfangens ersparen wollte, habe ich mir gedacht, ja, machen wir das einfach nochmal. Ich habe jetzt nochmal nachgelesen, wie man es offiziell machen sollte. Ich habe auch nachgelesen, wie man den Booster aktiviert und die Systeme abschaltet. Nämlich, Booster ist zweimal nach vorne und das System abschalten ist zweimal nach hinten. Ja, gucken wir einfach mal, oder? Würde ich sagen, das kriegen wir schon jetzt irgendwie hin. Irgendwie wird es schon hinhauen. Von Admiral Cox hier vor unserer Station. Die führen doch was im Schilde, diese Politclowns. Ich hasse Politik. Verlogene, ehrgeizige, blutsaufende Bande. Aber wir haben zum Glück ja noch dich. Habe die Politik angewiesen, um Deep Draft zu patrouillieren und einen Zwischenfall sofort zu melden. Notfalls kann er ja schon eingreifen. Ich habe so eine praktische Maus, mit der kann ich die Größe der Maus tatsächlich einstellen. Tunnel ELF der Cox-Einheiten nicht mehr möglich. Die sind stumm und taub wie die Leichen. So schaut ein Boost aus. Wir sollten jetzt den Navigationspunkt 1 aufsuchen. Nervt mich nicht. Wenn ich sage, nervt mich nicht, meine ich, nervt mich nicht. Jetzt kümmern wir uns um die Boote im Talkessel. Schlage vor, wir drosseln alle Systeme auf ein Minimum und nutzen die günstigen Strömungen, um uns da runtertreiben zu lassen. Nachdem ich mit dem Silator eh immer nur auf Navigationspunkt 2, Flint. Auf Lautstärke 2 bin und das Abschalten der Systeme geht auf 1, aber dann habe ich keine Manövrierbarkeit mehr. Also wirklich gar keine Manövrierbarkeit mehr. Ich versuche jetzt mal so weit wie es geht irgendwie am Boden entlang zu tuckern. Also hier hat er mir dann jetzt jedes Mal irgendwie gesagt, Mission gescheitert. Ich kann mittels unserer Intruder-Mikrofone ein wenig lauschen. Die planen was Großes, scheint mir. Hier muss anscheinend noch mehr zu entdecken sein. Schleich weiter, Baby. Aha, interessant. Also wenn ich meinen Motor ausschalte und auf Lautstärke 1 bin, dann hören sie mich sofort, weil ich wahrscheinlich einen Meter zu weit oben bin. Und wenn ich auf Lautstärke 2 bin mit einem Zidator drinnen und auf volle Pulle Gas gebe, dann interessiert es keine Sache. Interessant. So ist man auch irgendwie viel fixer durch den ganzen Bereich durch, oder? große Sprite-Wolken. Anschleichen, ohne gehört zu werden. Ja, das scheint so ganz gut zu funktionieren, obwohl ich da unten echt mit meiner Succubus 2 ganz ordentlich durchflitze. Yeah, Kurve legen. Erinnert mich ein bisschen an, ich muss jetzt daran an F-Zero denken, frag mich nicht warum. Da kann man auch so schön driften. Yeah. Flint, wenn wir denen nicht die Kommunikation abgedreht hätten, würde ich sagen, jetzt haben wir ein Problem. Tja. Oh ja. Hey, Boss! Wir spucken die Anhänger von Cox Feuer! Zieh mal rüber und hilf mir mit deinem Pfefferstreuern! Junge, das war knapp. Böses Timing. Wir können doch jetzt nicht... Autsch, Flint, sie haben uns entdeckt! Also was jetzt? Flint, es gibt kein Zurück. Wir müssen an ihnen vorbei, in den neu markierten Camp. Und aber weg! Aber verlier keine Zeit und verschone meine Schaltkreise von Schüssen. Außerdem musst du Piccolini unterstützen. Jetzt fahren wir zum Navigationspunkt 3. Ui, der Booster ist ja so viel wert. Jetzt Navigationspunkt 4 suchen. Boah, 170. Ich frage mich, ob das Knoten sind. Für Knoten wäre es wahrscheinlich viel zu schnell. Blank, blank. Ah. Achso, ich müsste mir helfen. Hier hinten irgendwo. Ui, wohin? Da lang. Sachen gibt's. Ich will eigentlich nur abvisieren. Also entanvisieren sozusagen. Und weg. Tschüss, Jungs. Navigationspunkt 4 ist angesagt. Ja, schon gut. Ich weiß ja schon. Ich muss einfach nur den gelben Pfeil folgen. Dein Kumpel Pico hat hier einen Scheiß Piranha am Arsch hängen. Lebst du noch? Gib laut mal.
Ja, ich bin ja da. Halt mal die Backen. Und Boost. Yeah. Wer hat da was schießt auf ihn? Den hat er schon ausgeschalten. Den noch nicht. Ja, so fährt er richtig. Genauso. Zeig mir schön deine Breitseite, dann kann ich dich ausknipsen. Dein Doom-Mortar hilft dir da nichts. So schnell kriegst du keine Torpedos raus, Kumpel. Okay, die Assist. Und das heißt, es ist ausgeschaltet damit. Da ist noch irgendwo eine Glaukos. Moin. Flank, komm her. Ah, ne, das ist Piccolini. Der hat aber das gleiche Schiffsmodell, wie es ausschaut. Wow. Immer hinterher. Wow. Lass das. Ich hasse das. So. Na, komm. Na. Also, falls ich zwischenzeitlich lauter und leiser werde oder irgendwie der Sound komisch wird, hat hauptsächlich damit zu tun, dass ich tatsächlich so in dem Spiel drinnen bin, dass ich konstant hin und her rutsche auf dem Stuhl. Nein. Lass das. Nein. Mach, komm. Ah ja. Doppeltreffer und ausgeschaltet war. Auch geschafft, endlich diese Mission. Zu dem Zeitpunkt der aktuellen Missionslänge, oder Folgenlänge, habe ich in der letzten Mission einfach abgebrochen, weil ich da schon dreimal immer die gleiche Mission gespielt habe und es hat einfach keinen Sinn gehabt. Inzwischen muss man auch noch einen Schluck trinken. Falls ich schlecht spiele, schiebt es einfach auf den Alkohol. Ich trinke gerade einen Gin Tonic. Damit konnten wir erreichen, dass Cox Einsatztruppe geschwächt wurde. Aber seine Leute haben gedroht, im Parlament Geiseln zu nehmen. Wir rechnen mit einem Angriff auf das Gebäude. Sieht schlecht aus. Aber ich warne Sie. Cox hat seine Gründe. Die neue Linie scheint mir ein Haufen machtbesessener Technokraten zu sein. Der Admiral mag überreagieren, aber im Kern wird er wohl recht haben. Er besitzt Immunität. Das ist meine Bedingung. Die neue Linie bemüht sich um Verbesserungen. Viele haben Angst vor dem Neuen. Aber das sollte wohl auf politischem Parkett ausdiskutiert werden und nicht bei einer Geiselnahme. Ja. Moment. Ich bekomme gerade eine Nachricht. Cox ist auf dem Weg, das Parlament zu besetzen. Er droht, die Abgeordneten nacheinander umzubringen. Ich glaube ihm kein Wort. Scheren Sie sich ins Wasser, Soldat. Sie haben eine Pflicht zu erfüllen. Im Interesse der Föderation und Ihres Freundes. Ach ja, Ihr Wing Harper erwartet Sie irgendwo auf Ihrer Station. 20.000 Credits. Aber Pflicht zu erfüllen, naja. Gekauft worden sind wir noch nicht. Ah, Braumeister, ich glaube, der schuldet uns noch Geld. Was waren das noch für Zeiten in unserer Festung bei Gibraltar? Honky Tonk! Captain Sorrow! Wahrscheinlich amüsiert er sich köstlich. In der Hölle! Was ist mit dir? Fällt es dir in Neapolis? Ach, alles Dreck. Lauter verwöhnte Nagellackschnüffler. Alles ist hier so künstlich. Ich warte auf den großen Knall. Du meinst, wann sich die Zivilisation selbst auflöst? Bin kein verdammter Poet, Flint. Aber was die Leute hier brauchen, ist Krieg. Der würde sie auf Normalmaß unterstützen. Krieg darf keine Lösung für eine verkalkte, übersättigte Zivilisation sein. Boah! Krieg ist wie eine Neugeburt. Das Schlimme ist, er hat tatsächlich recht. Jede Zivilisation, die wir kennen, jede Hochzivilisation, ist irgendwann durch den Krieg ausgefallen wieder. Die sind nicht einfach verschwunden. Sondern es gab immer irgendein großes Ereignis, ein großes gewalttätiges Ereignis, das alles am Ende zerstört hat. Was ist denn los? Was willst du? Ich bin die gute Fee-Soldat.
Wenn du mir etwas über die Angriffspläne von Admiral Cox auf das Parlament verrätst, hast du drei Wünsche frei. Ah, Cox ist ein Schweine. Hat mich rausgeschmissen. Sagt, ich wäre ein Risikofaktor. Drei Wünsche? Also gut. Wir haben Folgendes vor. Cox liebt Ablenkungstaktik. Macht euch also am Anfang auf einen Scheinangriff gefasst. Meistens setzt er dabei Scouts ein. Außerdem werden die Abwehrgeschütze auf Friendly Fire umprogrammiert. Das bedeutet, ihre Anlagen greifen auch Freundschiffe an. Er nimmt sogar den Tod seiner eigenen Neopolis-Leute in Kauf. Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, Synchronsprecher zu merken. Und diese Stimme werde ich niemals vergessen, die gerade gesprochen hat, diesen Brother Edge. Das ist nämlich die Synchronstimme, der heißt Kai irgendwas. Ich weiß nicht mit den Nachnamen, also den echten Namen nicht. Das ist die Stimme von Handsome Jack in Borderlands 2 und Pre-Sequel, wer das gespielt hat, die deutsche Stimme. Und sobald man mal die Stimme gehört hat, die fällt dir überall auf, in allen möglichen Spielen. Meine Frau hat Age of Empires gespielt gestern, da habe ich es gehört und man hört den so oft irgendwie mit drinnen, das ist fast schon furchtbar, aber ich mag einfach die Stimme, das ist sehr lustig, ich muss immer an Jack denken, immer. Na was? Du siehst aus, als hätte deine Galle Überdruck, Boss. Kein Wunder. Wir müssen raus und Cox in den Hintern treten. Ich kann es nicht glauben, dass er damit droht, Geiseln zu töten. Vergiss endlich Sul. Er ist ein Duquaner. Ein Ungeheuer. Versuch das klar zu sehen. Ja, was für ein Scheiß auch immer. Kümmere dich um deine eigenen Duquaner. Wie immer die auch sein mögen. Aber lass Cox da raus. Was weißt du schon über meine Ungeheuer? Überheblicher kleiner Pfützenhai. In meiner Vergangenheit sind mehr Duquaner aufgetaucht, als in das argentinische Becken passen. Ich muss Cox da raushauen. Und das kann ich nur auf Suhls Seite. Andernfalls hätte ich die ganze Neopolis-Armee im Kreuz. Es gibt keinen Alleingang. Dann lass uns anfangen, Mann. Lieber Terror ohne Ende als ein Ende ohne Terror. Du bist ein Poet, Dopamin Harp. Yeah, na was? Mann, ich fress Wörter und scheiß Reime. Den muss ich mir merken. Lieber ein Terror ohne Ende als ein Ende ohne Terror. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Habe ich noch Torpedos? Habe ich noch Flash Sharks im Lager? Keine mehr. Dann nehme ich doch tatsächlich, muss ich welche kaufen. Flash Shark. So, equip. So, dann einmal, ups, nein. Der übliche Speicherpunkt und dann Niederlage, Bodengeschütze am Parlament ausschalten, Parlament beschützen, Einsatz von MP-Waffen empfohlen, MP-Epektor und Flash-Shark-Torpedos. Ja, haben wir. Ist alles soweit gebongt. Mal sehen, ob wir da irgendwas mitreißen können. In den nächsten 7 Minuten. So Leute, zugeschaltet zu dieser Plauderrunde sind Commander Flint, Captain Yala Rangoon und meine Wenigkeit, Commodore Sul. Leute, hier die Teilaufgaben. Rangoon überwacht die Verwaltungsgebäude, Flint sichert unser heiliges Parlament und ich decke das Navy Headquarter. Freut es euch zu hören, dass in Neopolis das Kriegsrecht ausgerufen wurde und ich der neue starke Mann bin? Jawohl, ich werde alles wieder in den Griff kriegen. Sul Ende. Das macht Flint, mir Gedanken. Um mögliches Blutvergießen unter Cox Crew zu vermeiden, solltest du alle Geschütztürme rund um das Parlament deaktivieren. Dass der jetzt der Chef ist. Ziel angreifen. Das macht mir zu denken. Ziel angreifen. Zu schaffen. Ja. Yeah! Und springen wir doch einfach mal hin. Bam, 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 bam. Da sind viele, viele Löcher. Habt ihr denn die alle, hä? Jahre nicht da reinkommen, obwohl der Mann gespenstisch clever ist. Tja.
Wird ja seinen Grund haben. Ui, das ist das Parlament. Le Parlement? Habe einen Transporter geortet, der sich auf das Parlament zubewegt. Keine Ahnung, was der vorhat. Transporter darf keinesfalls in die Nähe der Docks. Vielleicht hat der blau-grüne Laser und will sich durchbrennen. Möglicher Truppentransport. Blau-grüne Laser? Blu-ray? Irgendwie? Wow! Alter, was ist denn jetzt los? Ich dachte, ich soll den zerlegen? Überhaupt nichts machen. Es ist nicht so, dass ich es nicht wollen würde. Es ist eher so ein Nicht-Können. Ich habe eine Frachter mit Betäubungsgas ausgeschickt. Die werden das Gas in die Atemluftzirkulation einschleusen. Während ich die Triops ablenke, denkt ihr den Frachter beim Andocken. Verfolge das markierte Objekt. Markiertes Objekt? Okay. Ah ja, schon gut, schon gut. I got that, I got that. Die Folge heißt auch, der Ding heißt auch die Niederlage irgendwie. Mist, komm, zieh weiter. Ups, das wollte ich eigentlich nicht, aber hey. Chaka, nee. Chaka, du schaffst das? Nee, die nicht. Okay, der ist ausgeschalten. Wo ist das markierte Ziel? Wo ist das markierte Ziel? Lass mich dahin. Das ist einer von den guten Atlantanern. Okay, das ist eine Glaubus. Wow. Seid ihr denn wahnsinnig? Der Transporter kann jetzt andocken. Die benutzen den blau-grünen Laser, um die Docks aufzuschweißen. Gleichzeitig leiten sie das Betäubungsgas in die Filtersysteme. Okay, haben wir damit alles ausgeschaltet? Mein EMP ist fast hinüber. Trent, sieh mal hierher. Ich hab Stress mit Kochsbodeneinheiten. Verdammte Säcke, sie geben nicht klein bei. Komm her und neutralisiere sie. Aha. Trent, kümmert ihr euch um den Kleinkram. Kox will mit der Triops abhauen. Ich folge ihm. Mhm, ja. Ist okay. I got that. Darf ich jetzt wieder? Ich würde jetzt gerne. Wir sollten jetzt den Navigationspunkt 1 aufsuchen. Ja. Damit ist mein EMP erledigt. Ich würde ja gerne. Und weg hier. So schnell könnt ihr gar nicht schauen, ihr Deppen. Geht schneller als ihr. Geht schneller als ihr. Schneller als ihr. Schön. Und wieder hin. Alter, der hat ja Railguns drauf. Was ist das mal? Das ist nicht so nett. Okay, der ist aus. Ui, der hat den aus Versehen ausgeschalten. Sachen gibt's. Das wollte ich zwar nicht. Genau, zerlegt den mit EP. Okay, alle Panzer, die liegen. What? Wo kommt das her? Ah, ich dachte nur Bodeneinheiten. Hoppa.
zum Glück gibt es hier tatsächlich einen Boden, den man anfliegen kann. Wenn das jetzt hier irgendwie Descent oder sowas wäre, dann... Oder Subsector Zero oder wie das hieß. Dann, wäre das konfus. Ich hab ihn! Vor mir, breitseitig! Ich hab den alten Drecksker im Visier! Hahaha! Stimmt! Zune schießt Cox mit aggressiven Waffen! Keine Spur mehr von Deaktivierungssystemen! Der macht aus! Er will den Kopf des Admirals! Wir müssen uns beeilen! Naja, das auch noch. Halt dich da raus! Das ist jetzt eine Sache zwischen Cox und mir! Oh. Und weg! Ich glaube, die können nicht sterben. Wir können nichts tun, Flint. Er wird Cox erledigen. Soweit ich weiß, verfügt die Triops noch nicht über automatisierte Rettungssonden. Flint, es tut mir leid. Flint, ich weiß, dass du kein schlechter Mensch bist. Ist in Zuns Charisma-Falle geraten. Verfolge ihn. Das ist alles. Wir werden uns wiedersehen in den schlauen Wasser. Da sind noch die Leichen im Meer. Ui. Ja, der Zul wirkt in der zwischenzeitlich eigentlich halb sympathisch. Ich denke, alle haben mal wieder unseren niedrigen Zivilisationsstand bewiesen. Okay, Flint. Du hast getan, was du konntest. Du kannst andocken. Wir waren nochmal Ferelli? Ah, es ist ein schönes Schiff. Wunderschön designt. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die im Wasser sogar relativ wendig wäre. Man muss bloß genügend Schrauben irgendwo aktivieren. Tja. Ja. Aber wenigstens muss ich nicht mehr so viele Pausen im Gameplay machen, zumindest mit dem Gerede, weil mein Husten im Prinzip weg ist. Yay, hat er nur anderthalb Monate gedauert. Ich sag's euch, eine Scheiße krank zu sein. Okay, gut, das Gerede sparen wir uns allerdings für die nächste Folge auf, würde ich sagen, weil das wird wahrscheinlich wieder relativ viel werden. Eventuell werden Kraftausdrücke fallen. Und zwar nicht nur von Doppelmann-Hub. Ja, gut. Macht's gut, bis dann. Servus.